So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Digge. Ich bin der Ramses und ich bin dick, denn ich habe ein dickes Samyang-Regal. Und Samyang sind ja so koreanische Feuernudeln. Und die sind frittiert und die sind richtig ungesund, wie ich jetzt weiß. Und deswegen, wenn man da immer gleich zwei Packungen mit einmal isst, dann setzt das richtig an und dann wird man Ramses der Digge. Und euch möchte ich jetzt mal mein Samyang-Regal oder mein Samyang-Schrein oder Altar zeigen, den ich mir hier aufgebaut habe, da viele Zuschauer mir immer Samyang-Nudeln geschickt haben, aber auch Chili-Soßen oder irgendwelche Challenges. Und das Ganze sieht dann so aus. Vorsicht, Pupsi ist im Hintergrund und schält nackt Kartoffeln. Man sieht dich nicht. Ich mach's extra so, dass man dich nicht sieht. So. Also da ist Pupsi, das sieht man nicht. Gut. Das ist das Samyang-Regal. Ich halte mal meine Hand davor, dass man die nicht sieht. Das steht jetzt hier. Man sieht dann ungefähr so aus. Und was da alles drin ist, möchte ich euch gleich zeigen. Mensch, Pupsi, ich sehe deine Beine, die sehen aus wie Cream Carbonara. So, das ist zum Beispiel hier, das hat Julchen damals geschickt. Das ist eine Chili Challenge. Hot Stuff Hot Sauce Original Stormtrooper. Also ein Bus, ein Stormtrooper Bus mit verschiedenen Chili-Soßen drin, die ich mal testen wollte in der Challenge, vielleicht mit dem Hannes. Dann haben wir das gleiche hier nochmal, nicht als Stormtrooper-Variante, sondern als großes Feuerwehrauto. Sounds Alarm Hot Sauce Collection. Da bin ich auch gespannt von 7-Pack Hot Sauce. Ist das eine Firma oder soll das einfach nur heißen, dass da 7 Stück drin sind? Dann, was nicht so cool aussieht, was aber trotzdem hier ist, der Hot Sauce Sampler. Da steht eine Menükarte dabei, da sind 4 verschiedene Hot Sauces drin. Die habe ich oben drauf gestellt. Dann habe ich hier ganz besonders 3 solche Becher. Das sind Ghost Pepper Ramen Nudeln, die wohl auch mega brutal sein sollen. Weil Ghost Pepper hat auch 1 Million Scoville. Das heißt, eigentlich müssten die 10 Millionen mal schärfer sein als Samyang Nudeln. Davon haben wir hier diese Spicy Chicken Ghost Pepper Dinger Schwarz Flaming Spicy Chicken Madness. Hier auch Can or Not Challenge. Kannst du also mit dem Hashtag versehen und irgendwo reinpacken. Dann haben wir die Ghost Pepper in Cheese, als Cheese Variante. Aber auch trotzdem mit 1 Million Scoville. Dann haben wir die Habanero-Variante von diesen Ghost-Pepper-Nudeln. Es ist halt Habanero. Habanero steht ja Orange Habanero. 350.000. Cayenne, Jalapeno, Bell Pepper steht auch alles unten drunter. Die muss ich auch irgendwann mal testen, mal aufmachen. Ansonsten haben wir hier noch Volcano Chicken Nudeln, habe ich mir mal bestellt. Das wird so ähnlich sein wie Samyang, ist aber nicht Samyang, sondern Paldo. Und die haben auch Volcano Chicken Nudels. That's crazy hot, hot spicy. Vielleicht ist das der kleine Bruder von Samyang. Mal schauen. Hier haben wir, da stand The World's Hottest Ramen in the World. Was genau das ist, kann ich euch gar nicht sagen. Hier steht noch The Devil of Fire, ist auch ein Sixpack Nudeln, also ein 5er-Pack oder 4er-Pack. Da ist eine Carolina Reaper drauf, das ist ein Totenkopf, da sind so Hände, sieht auch mega brutal aus. Ein ganzes Pack von Samyang, Bulldog, Habanero Lime ist hier noch drin. Das ist die Sorte, die jetzt mit am neuesten ist, wo die Leute sich alle drauf stürzen. Viele Leute sagen, sie sind total abgeneigt, die sind gar nicht schärfer wie die normalen, sollen sie aber auch nicht sein. Und die schmecken so sehr nach Limette, das ist ja richtig eklig, obwohl wenn Lime draufsteht und es nach Lime schmeckt, hat es es doch genau richtig gemacht. Ich fand die sehr interessant, würde ich auch immer wieder essen. Hier haben wir was von Samyang, da weiß ich nicht genau, was das ist. Das ist, glaube ich, so ein, naja, wie so Cracker, so ein Samyang-Snack für zwischendurch zum so essen, nicht zum Nudeln zu machen. Und hier habe ich Kimchi-Nudeln, die waren auch in einem Shop, wo es Samyang-Nudeln gab. Nur, dass es auch Samyang Kimchi gibt und das sind direkt Kimchi-Nudeln von Nongshim Shin Kimchi. Die wollte ich natürlich auch mal testen. Das Fach hier, ihr seht schon, hat ganz viele Chili-Soßen. Sehr viele verschiedene, die aus den Fan-Paketen mal geschickt wurden und hier einen richtigen Mad Dog Schrein. Wir haben zum Beispiel hier die Scovillas Heat Level 5 von 1000 Hot Gourmet King Nugger Soße. Ihr habt
gelbe Carolina Reaper Soße. Hier ist schwarzer Knoblauch, den ich auch mal so testen wollte. Wir haben die von Blair's Mega Dev Sauce. Wir haben verschiedene Samyang Soßen, die Too Spicy in Flaschen. Wir haben die Carbonara Soße in Flaschen. Wir haben die normale schwarze in Flaschen. Wir haben diese Samyang Mayonnaise, habe ich auch noch nie probiert. Dann haben wir hier eine Iguana en Fuego Ultra Hot Pepper Sauce, also auch zum Testen, muss man alles noch machen. Alles was hier steht, habe ich noch nicht angerührt. Dann haben wir eine Stinger Special Edition Honig Knoblauch Yolokia Chili Sauce und hier sind die Mad Dog Soßen vom Timo, auch von Mad Dog 357 gibt es nämlich Ghost Pepper, hier ist ein Hund. Ghost Pepper, da habe ich jetzt 4 Flaschen davon. Dann gibt es die Mad Dog Liquid Fire. Und dann gibt es die Mad Dog 357 Scorpion mit einem Skorpion, der aus dem Totenschädel rauskriegt. Sehr brutal. Dann die richtig originale Mad Dog 357 mit 357.000 Scoville. Das ist die, die der Zanke in der Chili-Bude auch immer hat. Da gibt es die große und die kleine Flasche dazu. Ich selber habe ja immer die Silber-Edition gehabt aus 6 Millionen Scoville-Extrakt mit 600.000. Und hier habt ihr die Gold-Edition mit einem goldenen Etikett und einer goldenen Patrone, wo auch ein Probierlöffel drin ist, also ein Portionierlöffel. Meine Silber-Edition hat natürlich eine silberne Patrone. Diese goldene hat eine goldene, über 1 Million Scoville, direkt Soße. Und unten steht nochmal Turbocharged with Number 9 Plutonium. Wurde also mit dem Number 9 Plutonium-Sekret nochmal geschärft. Das auch mega brutal. Dann kommen wir hier rein in ein Fach. Ihr seht, hier sind vermehrt auch Softdrinks von Chupa Chups aus einer Fanpost vom Sonntengänger, glaube ich. Und Joel hatte mir damals hier diese Pokémon und Dragon Ball Sachen geschickt aus Sri Lanka, irgendwoher. Die ist ja immer viel unterwegs, hat sowas gesehen. Habe ich gesagt, gib mal her, eine Dose, auch 4 Euro gekostet. Haben wir alles mitgenommen. Hier haben wir von Genaya zum Beispiel, hat die auch mitgebracht. Und eine andere Flasche habe ich auch noch bekommen von, ich weiß es gar nicht mehr richtig, Taki Mexicana Feurig Scharf. Es gibt ja scharfe Tomate zum Trinken und so. Das ist was Veganes, aber auch mit Alkohol. 15% wird aber auch so ein mexikanischer feuriger Likör-Trunk sein. Feurig scharf, habe ich jetzt 2 Flaschen davon. Bin ich auch Ach genau, von deiner Schwester. Grüße gehen raus. So, dann... Neben dem, was ich testen muss, habe ich hier so ein Paket bekommen an Biersoßen, Bier-Chili-Soßen, nee. Soßen mit Bier verfeinert, aber doch, ach was steht denn, Premium-Bier-Flavored Hot Sauce, also ist alles eine Kombination aus scharfen Soßen, die aus Bier hergestellt worden sind. Belgian-Style Stout Pilsner, eine Bier-Pilsner Premium-Flavored Hot Sauce. Dann haben wir die alle wir haben jede nur einmal, denn hinten gibt es noch die IPA, die Lager-Edition und die Porter-Edition. Also hier ist auch nochmal ein cooles Tasting möglich. Ein Sixpack Bier, aus Bier geranzte Soßen als Hot Soßen mit Chili. Hier haben wir dann Pichu, Fluffeluff, wir haben Enton, wir haben Carbador zum Trinken, irgendwas mit Erdbeer, Litchi, hier irgendwas mit Limette, Zitrone. Da sind Dragon Ball Softdrinks, da sind sie alle drauf. Die Chupa Chups Dinger haben wir auch schon mal getestet, aber jetzt sind sogar noch mehr Sorten. Hier aus Berlin, beim GoFest habe ich mit Hannes damals gesehen, gab es auch hier super spicy Nudeln. Die waren auch recht günstig, haben wir mitgenommen. Habe ich noch nicht getestet, muss ich auch noch testen. Hot Chip Challenge ist am Start, 2-mal, danke auch da an Genaya. Habe ich ja schon mal gemacht, würde ich nochmal jetzt machen.
weil ich vielleicht jetzt es besser ab kann als damals, vielleicht auch nicht, vielleicht gehe ich auch wieder komplett kaputt. Hab da hier auch nochmal zwei angerichtet, hier nochmal Hot Chip und hier ein ganzes Set von Tabasco-Soßen, was mir der Hannes dann besorgt hat. Ihr habt nämlich die Tabasco Green Pepper Sauce, ihr habt die Tabasco Chipotle Pepper Sauce, die normale Tabasco Pepper Sauce, die es eigentlich überall immer gibt im Laden. Ihr habt die Tabasco Habanero Sauce und die Tabasco Scorpion Sauce. Nächstes Fach sind natürlich nochmal Samyang-Nudeln. Eigentlich alle einzelnen Packs, die ich noch so hatte, habe ich hier so gestaut wie in einem Laden. Am meisten habe ich jetzt noch Carbonara hier. Ihr seht, Samyang Boulder Carbonara ist das alles voll. Hier hinten haben wir die Yia Yang Sorte mit koreanischer Black Bean Sauce. Hier vorne haben wir Kimchi, noch ein paar Päckchen. Hier haben wir die Too Spicy, mit denen hat der ganze Hype angefangen. Vor den Too Spicy, ganz besonders, haben wir Samyang Buldak Rosé. Die kennen bestimmt die wenigsten von euch. Dahinter haben wir, die auch nicht so viele kennen, die Samyang Buldak Quattro Cheese. Auch besonders genial, mega genial, feiere ich total. Ich habe immer gesagt, diese Buldak Cheese hier sind meine Lieblingssorte. Dann haben sie irgendwann die Quattro Cheese eingeführt. Hier liegt noch eine Packung von den ganz normalen Schwarzen. Und ihr habt hier sogar noch, was auch in Berlin man in einem Laden gesehen hat und Pupsi mir dann nachträglich besorgt hat, einfach Samyang Plain Noodle Only. Also nur Nudeln ohne Soße, dass ihr selbst Soßen dazu machen könnt, wie ihr wollt. Ihr könntet jetzt also so einen Pack Nudeln nehmen und könntet euch so eine Samyang Soße drüber kippen. Dann habt ihr trotzdem wieder fast dasselbe. Das ganz untere. Und da habe ich die ganzen Konserven von Pupsi reingepackt, die sie da in letzter Zeit hier so in der Küche angesammelt hat. Wenn wir einkaufen, kommt das hier rein, aber das vorletzte Fach ist nochmal so ein bisschen Ramses-Fach. Ihr habt nämlich hier diese Reisküchlein, die es gibt, diese Hot Chicken Flavor Tapoki, auch Carbonara Reisküchlein, 3 Cups davon, um das auch mal zu testen. Wir haben von Jenaya einmal hier dieses Samyang Potato Ramen bekommen, die habe ich glaube ich schon einmal probiert. Wollt sie nochmal probieren mit einer anderen Zubereitung dann? Was ich auch noch nie probiert habe, was noch getestet werden muss, ist hier Samyang Buldak Korn. Musste ich mir auch wieder aus den USA besorgen, die Korn-Variante. Genauso wie aus den USA sind auch die Three Spicy, wo noch zwei Stück drin sind. Das war ein 5er-Pack für 50 Euro. 2 Stück sind noch drin. Hier habe ich nochmal Paldo-Nudeln, so wie ganz oben mit den Volcano Chicken, nur diesmal auch mit Kimchi. Paldo-Kimchi-Ramen, bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Dann hier ein Cup, den habe ich von der Bianca bekommen. Blaue Samyang, hat sie gesagt. Was genau das ist, weiß ich leider nicht. Das sieht eher aus wie ein Spaghetti-Gericht mit Käse. Ist halt auch so für die Mikrowelle, muss ich mir auch irgendwann mal machen. Hier haben wir das Quattro Cheese im Becher und hier hinten, was auch Pupsi besorgt hat, einmal statt normaler Carbonara, Cream Carbonara im Becher. Da hat sie schon einen Becher probiert. Ich habe meinen noch nicht gemacht. Mittlerweile hat sie die Cream Carbonara nochmal bestellt in normalen Tütchen im 5er-Pack oder 4er-Pack. Die sind hier drin, die muss ich auch irgendwann noch auspacken da rein. Da bin ich auch gespannt, weil für mich ist Samyang eigentlich nur original, wenn ihr die hier in solchen Tütchen habt. Das sieht gut aus zum Probieren, aber in Tütchen ist das nochmal was anderes. Dann haben wir hier noch irgendeinen Snack, auch irgendwas von Samyang Hot. Müssen wir hier oben die Masche wegmachen. Hot Samyang Hot Chicken Flavor Zalduk. Sieht aus eigentlich wie so Macaroni-Hörnchen, ist aber bestimmt was zum so Essen. Das Hühnchen steckt sich den Finger in die Nase und dann brennt alles und explodiert. So, das ist das Samyang-Schrein, das ist mein Samyang-Regal, was ich jetzt momentan so hab. Wie findet ihr das? Was sagt ihr dazu? Fehlt da noch was? Muss da noch was rein? Ist da was drin, was ihr gar nicht kennt? Seid ihr Samyang-Fans? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Und irgendwann, wenn ich mein Hintergrund fertig habe, kann ich euch sogar mal mein Hintergrundregal zeigen mit den Bud Spencer Pizzen. Die eine ist irgendwie dahinter gefallen. Bild vom Stanley. Da ist noch ein Karmesin-Spiel drin. Da ist das Menas Moos Album Sexy.
da ist Banger of the Dead, ne? Hier ist eine Pokémon-Karte vom Adi. Da sind Crazy O-Dosen, das Koffee-Shampoo. Da ist eine Dose Surströming, der World Hottest Gummy-Bären, Pokéball, Berliner Luft. Alles so andenken, genau wie das Scoville-Labor. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber wenn dort was leer ist, kommt auch wieder was hier rein. Ich glaube, die Hot Chip Challenge zum Beispiel, diese Särge, musstet ihr auch hier reinstellen. Einfach so. Ja. Ach so, das Big Show Autogramm ist auch da. Das hat mir Hannes mal gegeben, obwohl ich gar kein Big Show Fan bin. Crazy O hat das gesehen und hat gesagt, was, er ist übelster Big Show Fan. Ja, wo hast denn das her? Und dann habe ich es eigentlich in Crazy O vermacht. Der hat es aber vergessen. Jetzt ist es hier und wartet drauf, dass es vielleicht irgendwann doch zum Crazy O kommt. So, ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus. Hier habe ich gerade Red am Mittwoch geschnitten. Und hier ist noch der Hintergrund, weil ich gestern Abend Seven vs. Wild Bewerbungen gestreamt habe. Ansonsten ein kleiner Einblick ungefähr in das jetzt hier. Dieses Regal haben wir in den letzten Streams schon öfters mal gezeigt. Kurz die Kamera rumgedreht. Aber ich wollte jetzt extra mal ein Video drüber machen. Für mich auch, dass ich mal sehe, wie toll das war. Und was da alles drin war und was auch alles von euch kam, von der Community, von Pupsi, von den Zuschauern. Und ja, ich finde das immer noch genial. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.